Moin, mein Name ist Martin. Wir haben den 3.4.2021, das ist der YouTube Patch Rundown. Bevor wir jetzt losstarten, eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Ich habe meine Selbstständigkeit aufgegeben. Naja, das heißt aber nicht, dass mein Geschäft schlecht lief. Im Gegenteil, es lief so gut, dass ich jemanden dazu holen musste. Deswegen freue ich mich, den guten Leo Wattenberg mit an Bord begrüßen zu dürfen. Zusammen bilden wir die Kotik Wattenberg Media UG und haben auch einen extra Kanal eingerichtet. Und jetzt kommt der Clou für euch. Dieser Hilfe-Content, wie wir ihn jetzt hier produzieren, sowohl über die Steuervideos, Altersbeschränkungen, als auch der ganz normale YouTube-Update-Kram, der wird nach und nach umziehen auf den KW-Media-Kanal. Deswegen auf jeden Fall schon mal unten in der Beschreibung den Kanal auschecken und auch gerne die Glocke aktivieren, wenn ihr abonniert habt. Denn dort wird, wie gesagt, ausschließlich Hilfe-Content kommen, kein Gaming-Content entsprechend für die Leute, die sich hier zugespammt fühlen von irgendwelchen Livestream-Benachrichtigungen. Es tut mir leid, ich gehe halt gerne live. Die sind auf jeden Fall da besser aufgehoben. Ne? Gut, genug gelagert. Wir starten jetzt direkt rein mit dem YouTube Patch Rundown, mit den Known Issues. Die Liste ist kurz. Es gibt keine Known Issues, irgendwelche Updates oder so. Dazu entsprechend machen wir weiter mit den Launches. Wundervoll. Wir haben einen Test und zwar zum Dislike-Button. Der wurde vor ein paar Tagen angekündigt. Der Dislike-Button wird jetzt weiterhin verfügbar sein und auch weiterhin für Creator sichtbar sein. Allerdings wird die öffentliche Ansicht davon nicht mehr mit einer Zahl untermauert, sondern nur, ob man gedisliked hat oder nicht. Das bringt natürlich einige Probleme mit sich und soll einige andere Probleme lösen. Wie gesagt, das ist ein Experiment, ein Test. Ob das letztendlich umgesetzt wird oder nicht, hängt natürlich auch von eurem Feedback ab. Das Feedback auf YouTube Gaming selber und natürlich auch von der YouTube Gaming Community und von YouTube Gaming Admins und Mods war relativ negativ dazu. Ne, das haben wir alles schon so weitergegeben. Wenn ihr da irgendwelches Feedback zu habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde es natürlich nicht geil, wenn man nicht mehr sehen kann, wenn zum Beispiel ein Krypto-Scam mehrere Millionen Dislikes hat und nur, keine Ahnung, 100.000 Likes. Das sollte man natürlich nach wie vor sehen können und es ist ein Teil des Verbraucherschutzes und auch ein Teil der Transparenz von YouTube selber. Man kann natürlich als Creator auch die Bewertungen ganz abstellen, finde ich dann aber auch immer ein bisschen fishy und das hat einen merkwürdigen Beigeschmack, deswegen sollte man sie eigentlich immer relativ transparent offen lassen. Ich glaube, mehr muss ich dazu auch nicht sagen, oder? Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Bedenken in die Kommentare. Ich möchte gerne sehen, ob sie sich mit meinen Bedenken decken. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Beiträge. Wunderbar, machen wir weiter mit den Pre-Publish-Checks. Zwei gibt es an der Zahl. Einmal den Monetarisierungscheck, der guckt, hey, ist dieser Inhalt, den ihr gerade hochladet, auch für Monetarisierung verfügbar? Natürlich nur für die Leute im YPP. Und der andere Check ist halt der Urheberrechtscheck. Der guckt natürlich, hey, gibt es diesen Inhalt schon mal auf YouTube? Ist im Prinzip so ein Vor-Upload-Filter, wenn man so möchte. Ne, der muss ja jetzt umgesetzt werden, dank EU. Bitte denkt dran bei der nächsten Wahl, bitte. Ne, das ist schwieriges Thema, ganz, ganz schwieriges Thema. Anyway, auf jeden Fall, diese beiden Checks werden jetzt nicht mehr in der Testphase sein, sondern für 100% der User ausgerollt. Das heißt, wenn ihr irgendwas hochladet, werdet ihr diese Checks sehen. Coole Sache, oder? Finde ich auch. Hervorragend. Machen wir weiter mit der Explore-Seite. Die kennen die meisten von euch nur als Mobile-Feature. Das heißt, ich hatte sie schon ein bisschen im Test auf dem Desktop. Funktioniert genauso. Ihr habt oben eure kleinen Rechtecke mit irgendwelchen Themen. Und dann habt ihr praktisch innerhalb dieser Themen eure eigenen Trends. Ist eine ganz nette Geschichte. Ersetzt den ursprünglichen Trend-Tab, wo keine Schwein mehr reingeschaut hat, weil es halt 5 Minecraft-Videos, 15 Rap-Videos und eine Nasen-OP ist. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Ich finde es auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung, gerade um den Bereich Gaming ein bisschen weiter zu ergänzen. Generell Trends schwierig. Naja, natürlich, viele Leute bleiben im Homefeed, viele Leute gehen auf diesen Explore-Tab, um Recommendations zu bekommen. Ich erwische mich da auch manchmal, aber in der Regel bleibe ich eigentlich im Subscription-Feed. Ich denke aber, dass es auf jeden Fall bei den jüngeren Zielgruppen wesentlich mehr genutzt wird, als vielleicht bei den älteren Zielgruppen. Ist so mein Takeaway davon, ob man das jetzt im Hinterkopf behalten möchte oder nicht. Das sei natürlich jedem selbst überlassen. Machen wir weiter mit den Videobeschreibungen. Videobeschreibungen auf Mobile werden jetzt ergänzt durch ein paar Dinge. Wir erinnern uns, letztes Jahr hat man ja die Vorschau der Videobeschreibung sehr, sehr klein gemacht, dass man extra draufklicken musste. Und jetzt wird es halt ergänzt durch ein größeres Above the Fold. Das heißt, es wird mehr angezeigt, bevor man auf mehr Anzeigen drücken muss.
Und dann gibt es natürlich auch doch diese kleinen Kästchen, wie zum Beispiel bei Gaming, wo das Spiel drin steht, oder auch Kapitel. Ja, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, so sieht das Ganze aus. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Bei dem Above the Fold, also ATF, ist zu beachten, in der Suche wird das ATF nicht geändert. Entsprechend gehe ich auch davon aus, dass sich SEO-technisch nichts ändert, wenn ihr jetzt nach wie vor eure Standard-SEO verwendet, dass in den ersten drei Zeilen die krassen Keywörter drin sind und so weiter und so fort. Ne? Falls ihr mehr über SEO wissen wollt, unten ist natürlich auch nochmal unser SEO-Guide verlinkt. Gönnt euch auf jeden Fall und machen wir einfach mal weiter mit einem weiteren Experiment. Und zwar für iOS-User. 1% der iOS-User bekommen jetzt auf Twitter einen Embedded Player. Ne? Soll heißen, wenn ihr auf Twitter irgendein Video geteilt seht und iOS-User seid und zu dieser Testgruppe gehört, könnt ihr praktisch direkt auf Twitter das Video schauen, ohne dass ihr zu YouTube rübergeschmissen werdet. Ne? Ist eine ganz nette Geschichte. Ich bin kein iOS-User, ich weiß nicht, wie ihr das nutzt. Ich habe sowieso YouTube Premium und wenn ich irgendein YouTube-Video schaue, dann habe ich das in Picture-in-Picture. Schwierig auf jeden Fall. Ne? Lasst mir aber gerne mal euer Feedback da, interessiert mich. Ne? Wundervoll. Machen wir weiter. Und das ist jetzt der größte Block, denn es geht um mehr grüne Monetarisierung. Ne? Grüne Monetarisierung ist natürlich wichtig, weil grüne Monetarisierung heißt letztendlich auch mehr Geld auf dem Konto. Richtig. Wundervoll. Hauptupdates, wir haben zwei Punkte, die wir beachten müssen. Fangen wir mit dem ersten an. Der erste unterteilt sich in drei Thematiken. Das ist einmal Lerninhalte, Dokumentation und News, also Neuigkeiten. Die werden jetzt mehr grün monetarisiert, wenn es um folgende Themengebiete geht. Gewaltsame Auseinandersetzung mit der Polizei. Es geht um Freizeitdrogen und Inhalte, die um diese Freizeitdrogen gehen, zum Beispiel Marihuana, Gras. Und natürlich sensible Ereignisse, zum Beispiel Naturkatastrophen. Wichtig dabei ist, vor allem für die Naturkatastrophen und Polizeigewalt, dass halt kein Graphic-Content, also zum Beispiel rumliegende Leichen, gezeigt werden. Beziehungsweise nicht verpixelte, ne, und so weiter. Ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Und bei den, sowohl bei den Polizeiauseinandersetzungen als auch bei den Freizeitdrogen ist wichtig, dass objektiv berichtet wird. Polizeigewalt ist natürlich eine sehr, sehr schlimme Sache und auch Drogen, wir wissen es, wir haben auch so gewisse Minister in unserem Land, die sagen, Drogen sind schädlich, weil sie schädlich sind. Das ist natürlich keine objektive Berichterstattung darüber, aber genauso wenig objektiv ist es, wenn man sagt, ja, legalize it und ab dafür. Man muss natürlich beide Seiten abwägen und das sollte natürlich in diesen Videos auch reflektiert werden. Sowohl bei der Polizeigewalt als auch bei den Freizeitdrogen. Wundervoll. Ich glaube, damit kann eigentlich jeder ganz gut leben. Es sollte auf jeden Fall mehr Creatoren ermöglichen, objektiv über Sachen zu berichten. Und gerade die News-Szene war ja nach dem Update von 2018 sehr, sehr unter Stress, was halt die einzelnen Monetarisierungsmöglichkeiten anging. Ne? Wunderbar. Machen wir weiter. Inhalte für Erwachsene. In Klammern auf, im Kontext Humor. Damit ist gemeint Romantic Comedy und Dating Jokes. Jetzt wird sich der Ben von den Jungs vor allem denken, warum kein Humor bei Sexualkunde? Ben, es tut mir leid, du weißt, ich arbeite dran, dass sowas auch noch mit aufgenommen wird. Aber erstmal haben wir diesen Kram abgedeckt und der Gebrauch von moderaten Schimpfwörtern wie Scheiße oder Bitch, gerade für die Leute, die Hand Showdown spielen, sehr wichtig, die werden jetzt auch in den ersten 30 Sekunden als grün abgewunken und wir sind damit werbefreundlich. Wundervoll. Gut, was hat das jetzt für Auswirkungen? Ne? Die Änderungen sind ab sofort gültig. Das heißt, praktisch ab gestern oder vorgestern, glaube ich. Videos, die ab dem Mai 2019 hochgeladen wurden, also relativ neu sind noch, praktisch die letzten zwei Jahre, die werden automatisch nochmal überprüft und geguckt, hey, haben wir hier Inhalte, die gegebenenfalls doch mit den neuen Sachen übereinstimmen. Die werden automatisch auf grün geschaltet. Und da müsst ihr euch überhaupt nicht drum kümmern. Falls ihr Videos habt, die gelb waren und eine manuelle Review erhalten haben und gelb waren, werden die Videos ab Mai 2019 bis jetzt trotzdem nochmal automatisch reviewed. Wichtig, normalerweise kann man nur eine Review anfordern. Das wird jetzt nochmal der Fall sein. So, jetzt kommt der Clou. Videos, die vor Mai 2019 veröffentlicht wurden und gelb eingestuft wurden und auch durch manuelle Review als gelb bestätigt wurden,
dürfen jetzt zur Überprüfung eingereicht werden. Das heißt, ihr schnappt euch euren nächsten YouTube-Support-Mitarbeiter, sagt, komm mal her, mein Junge. Das ist meine Liste mit gelben Videos, da guckst du jetzt drüber. Ne? Wichtig. Und wenn der muckt, dann schickst du ihn bei uns vorbei, dann machen wir das halt. Ne? Also nicht wir, sondern wir geben es halt weiter, dass es gemacht wird, aber ihr wisst Bescheid, basically. Gut, dann. Es wird vermutlich einige Zeit dauern, bis Machine Learning diesen ganzen Bums automatisch hinbekommt. Das heißt, bitte, bitte, bitte Geduld haben. Ne? Machine Learning braucht so 2-3 Monate, bis es einigermaßen akkurat ist. Wenn ihr der Meinung seid, Machine Learning hat euch falsch eingestuft, immer eine manuelle Review anfordern. Die meisten von euch können das sowieso alleine machen. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, gerne melden. Wir kümmern uns darum. Ne? Wundervoll. Alright. Habe ich noch was? Ach ja. Beispiele. Ne? Wir haben ja jetzt gerade über Lerninhalte, Dokumentation, News sowie Inhalte für Erwachsene und moderate Schimpfwörter gesprochen, aber auch einige Geschichten, die im Gaming-Bereich geändert wurden, die vielleicht nochmal angepasst wurden, sind auf jeden Fall in den Advertiser-Friendly Guidelines verfügbar. Die habe ich euch unten verlinkt, falls ihr mehr Infos und auch Beispiele lesen wollt. Ne, ist vielleicht ein bisschen anschaulicher, wenn man sich das, ich sag's mal, an 2-3 Beispielen herleiten kann, was jetzt okay ist und was nicht. Finde ich zumindest. Auf jeden Fall bitte unten in die Videobeschreibung schauen, da ist es verlinkt und auf jeden Fall eine gute Ressource, um generell monetarisiert zu bleiben. Gut, jetzt sind wir hier schon wieder super lange am Labern. Ich würde sagen, ihr habt auf jeden Fall hoffentlich was mitnehmen können. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den neuen KW Media Kanal abonniert. Das wäre mir ein innerliches Fest und ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch frohe Ostern, ein schönes Wochenende und ja, macht's gut, bis nächste Woche. Haut rein.